Hallo? So, der Easter Egg ist vorbei. Fast vorbei, fast vorbei. Hat es euch gefallen? Ja. Ja. Wir würden gerne, aber die Kräfte sind zu Ende. So, Closing und Infrastructure Review machen wir in einem. Ich werde mich selber damit jetzt gar nicht länger befassen, sondern das Wort weitergeben an die verschiedenen Leute, die was zu präsentieren haben. Ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Reihenfolge wir das machen. Wahrscheinlich einfach nach den Folien. Bitte. Ja, Presale ja, ist. Ah ja, ist mal lieber. Wo ist Sun on? Funktioniert das? Okay. Schön zum Mund halten, dann geht's. Ja, wunderbar. Ja, es ist eigentlich langweilige Statistik, wissen die meisten eh wahrscheinlich. Wir haben ein bisschen gekämpft mit dem Presale-System, da gingen ein paar Features ab, gerade wenn die Karten ausgängen, ist das nicht cool. T-Shirts sind einige verkauft worden und wir haben ordentlich für Einreichungen gekriegt. Wir haben eigentlich, wie man es gesehen hat, die ganzen Slots eigentlich gut ausfüllen können. Das war es eigentlich eh schon vom Presale. Falls es irgendwelche Fragen gibt oder so. Ja, passt. Was hat es mit den Support-Tickets? Wir haben T-Shirts angeboten, also es hat ja Supporter-Tickets gegeben. Und die Supporter-Tickets haben quasi die verbilligten Tickets finanziert. Leute, die uns angeschrieben haben, plausibel gemacht haben, dass sie kein Geld haben, weil sie, keine Ahnung, studieren. Arbeitslos sind und so weiter. Die haben verbilligte Tickets bekommen. Genau. War sehr, also das, wir sind nicht überschwemmt worden mit Anfragen, aber es hat welche gegeben. Ja. Genau. So, wie tue ich da jetzt? Einfach klicken. Passt. Dann mache ich auch gleich die Getränkestatistik. Fast Bier, glaube ich, hat 50 Liter. Nein, es sind weitergegangen. Die anderen Zahlen, ja, ich werde jetzt nicht alles vorlesen, da unten vielleicht die interessanten Zahlen. Mate gegen Flora. Flora hat gewonnen, zumindest unsere nicht ganz vertrauenswürdigen Statistiken, aber ungefähr sollte stimmen. Sonst ist auch ein Haufen getrunken worden. Dann kommen wir mal zum Essen. So, das Frühstück und das Engelgeschichtel waren meine Bereiche. Wir haben beim Fork insgesamt 15 Kilo Kaffee verbraucht, dann insgesamt 2910 Stück Gebäck. Wir haben es ausgerechnet, das sind über 700 pro Tag. Zusätzlich haben wir 46 Laib Schwarzbrot gehabt. Ein Laib hat ein Kilo. Käse 61 Kilo, Wurst 84 Kilo, 27 Kilo Butter. Es ist ziemlich viel überblieben, möchte ich sagen. Wir haben ziemlich viel Butter angetragen. Also ihr habt's, ja. Dann haben wir 127 Liter Milch, also inklusive der Bananenmilch. 37,2 Kilo Gurkerl. Da gibt es dann bei Numbers nur ein bisschen eine aufgeschlüsseltere Zahl. Wir haben uns da echt was angetan. Aufstrich 6,2 Kilo und Pfefferoni insgesamt 21,6 Kilo. Also Feldtelefon? Ja, also wir haben das mal als zweites Event jetzt mit der Chaosvermittlung Feldtelefone ausgerollt auf dem Easter Hack. Wir haben eine große 30er-Vermittlung oben im Seminarraum gehabt, die hat sieben Nebenstellen gehabt und dann nochmal eine 10er-Vermittlung unten im Hackcenter mit nochmal 3 Nebenstellen. Die waren beide mit jeweils mit einmal einer Decknummer angeschlossen, die unten im Hackcenter und die oben mit 4 Decknummern.
ungefähr 150 Meter Feldrad haben wir verlegt. Das ist hauptsächlich im Hackcenter, weil wir da von der Wand bis in die Mitte haben müsst und hinten an die Regie. Und der Rest ist alles über Cat6, über die Hausverkabelung gegangen mit State-of-the-Art RJ45 auf Lüsterklemme-Adapter. Genau. Nebendeck, genau. Vier Adern deckt und dann noch zwei Feldrad auf einem RJ5, also auf einem Cat6-Kabel. Wenn man es richtig macht, dann nicht. Die Anlage hätte noch Kapazität für bis zu 30 Nebenstellen, also nächstes Mal use more Feldtelefon. Akustikkoppler würden über die Feldtelefone auch gehen, ich sag's nur. Alles klar, das war's soweit von die Feldtelefone. Datenfernübertragung, ja. Ach ja, genau, das sind die State-of-the-Art RJ45 auf Lüsterklemme unten im Keller im Serverschrank drin. Ah, wir sind das Mikropock. Wir haben hier euch das Deck gebracht und viele andere Nicht-Feldtelefon-Nebenstellen bereitgestellt. Wir müssen dann mal den Serverraum was patchen. Ja, das den ganzen Tag, jetzt alles, immer. Immer so einen Serverraum. Das ist nochmal weiter. Genau, wir haben 10 Tischtelefone deployed an den Bars, bei der Orga, beim VOG, wo man halt so Tischtelefone haben möchte. Wir haben in den Räumen mit 9 Deckbasisstationen für die Abdeckung von dem Deck gesorgt. Das ist eine mehr, als die wir normalerweise für die GPN brauchen. Wir haben den Feldtelefonleuten 5 analoge Anschlüsse an die Chaosvermittlung gegeben. Damit ihr mit eurem Deck dann auch euch weitervermitteln lassen könnt, ihr wisst schon. Ist auch genutzt worden. Es gab 82 Deckding-Nebenstellen, also Leute, die sich zu uns gekommen sind und sich registriert haben. Und wir haben mittlerweile 4 Special Services, die ihr anrufen könnt und dann passieren lustige Dinge. Ja, wir machen auch nicht nur Telefonie, sondern wir machen wohl auch, machst du mal kurz? DSL? hat folgenden Grund: Hinten bei den Self-Organized Session gibt es tatsächlich nur 8 Adern. So, jetzt möchte man da aber möglicherweise deckt haben. Und so Internet wäre auch ganz gut, so vor allem WLAN. Was macht man da? Naja, man hat erst einen PowerLAN-Adapter deployed, damit wir unser Deck dahin machen können. Das war wohl shitty. Und es gab keine Bandbreite. Was macht man da? Fritzbox aufhängen. Ja? Dazu haben wir auch noch eine, also ihr seht, es ist auch relativ schnell, das ist so ein VDSL, wie man das so kennt. Wenn man es einfach ohne Tarif, ne, laufen lässt. Wir haben auch eine passende Gegenstelle dazu, die stand im Hackcenter. Machst du? Genau, das ist die große Fritzbox HIX 5630. Wunderbar, das DSL ist dieses Jumperkabel, ne? Also, falls jemanden kennt, der uns diese Kabelanschlüsse da besorgen kann, ne? Wir nehmen sie gerne an. Genau, das grüne Kabel hier geht noch quer durchs Hackcenter, irgendwie an der Dose rein, in den Serverraum. Das sind irgendwie so 250 Meter DSL-Leitung. Jo, das war's. Grüß euch. Geht gut? Okay. Wir sind vom NOC. Das NOC hat heuer Uplink gemacht, indem wir einen LR2-Connect zum SAX gemacht haben. Dort haben wir dann 3 Peerings gemacht, einmal mit der Conova Communications, NextLayer und Core Backbone. Bitte einmal Applaus für die Partner, die uns das ermöglicht haben. Ja, kannst du weitermachen. Das ist die Uplink-Statistik. Man sieht irgendwie so am Anfang hat sich relativ wenig getan. Es ist vielleicht ein bisschen daran gelegen, dass wir wenig DHCP-Leases gehabt haben. es ist jedoch dann besser geworden. Gerade der gestrige Tag war ganz gut. Da haben wir irgendwie so im Durchschnitt 500 Mbit in beide Richtungen gemacht. Gigabit haben wir gehabt. Ja,
Gestern ist gut genutzt worden. Super. Das ist ein Netzwerkplan, den man schlecht lesen kann. grundsätzlich war es so aufgebaut, im Hackcenter hat es einen Core-Switch gegeben und im Keller. Im Keller haben wir dann zusätzlich zwei Virtualisierungs-Hypervisor gehabt, wo zum einen der BGP-Router drauf war und zum anderen alle anderen internen Services. Wir haben da stark auf YOS gesetzt, das hat sehr gut funktioniert. Gut, zum WLAN. Da haben wir eine Statistik, wie viele Leute im WLAN eingebucht waren. Zum WLAN gleich dazu sagen, ich habe leider das Aruba-Logo vergessen. Wir sind von Aruba gesponsert worden und HP hat auch noch sonstige Hardware gesponsert. Es hat sehr gut funktioniert, bis auf DHCP, sorry. und wir haben so zu den Peak-Zeiten ungefähr 300 User über WLAN angebunden. Gut, wie ihr vielleicht gemerkt habt, von Freitag auf Samstag war es irgendwie ganz buggy. Da hat nur WLAN wirklich funktioniert und halt auch noch, ja, ein bisschen. Die Hardware, die ursprünglich vorgesehen war, hat irgendwie so alle 6 Stunden die Grätsche gemacht. Wir haben es nicht debuggen können, es war sehr undefiniert, es hat ein Neustart genügt von den 2 Core-Switchen, dann war es wieder gut. Deswegen haben wir uns entschlossen, einmal die Core-Infrastruktur während des Events umzubauen. Das Ganze ist innerhalb von einer Stunde umgesteckt gewesen, deswegen hat es dann Hackcenter V2 gegeben. Noch eine Folie, da müsst ihr jetzt noch ein Foto geben. Fokus, einmal klicken. Oh nein. Sehr gut. Ja, genau. Das war dann unten. Wir haben dann im Prinzip einen HP 38.000 gehabt. Der hat kein PoE gehabt. Deswegen hat es einen Core V2 gegeben und die Steckerleiste, die halt unsere WLAN Access Points wieder mit PoE versorgt hat. Gut, ich glaube, das war's von unserer Seite, oder? Folie haben wir keine mehr. Yes. Ja. Danke. Okay, zu den Engeln. Im Vorfeld möchte ich mich gern bei allen bedanken, die mitgeholfen haben. Das Event funktioniert nur so. Insofern 84 Engel insgesamt. Herzlichen Dank von allen, die bei dem Event irgendwie dabei waren und versucht haben, das umzusetzen. Es hat 22 Engel gegeben. Okay. Insgesamt hat es 22 Engel gegeben, die 4 oder mehr Schichten gemacht haben. Es hat 43 Engel gegeben, die 2 oder mehr Schichten gemacht haben und insgesamt waren es 214 Schichten. Es wird Engel-Goodies geben, wie es da aufgelistet ist. Diejenigen, die mindestens 4 Stunden gearbeitet haben, kriegen eine Easter-Hack-Tasche. Diejenigen, die mindestens 6 Stunden gearbeitet haben, kriegen ein Easter-Hack-T-Shirt und diese sind bis spätestens um 15 Uhr beim Infopoint abzuholen. Herzlichen Dank. Ja, vom WOC waren wir auch wieder da. Diesmal haben wir 2 Säle ausgestattet mit Technik. Wir haben diesmal leider erst ein bisschen spät das erste Video released. Das war jetzt am Tag 3 um 12.43 Uhr. Mitternacht. Und insgesamt haben wir 37 Stunden und 15 Minuten aufgezeichnet an Videos. Genau, also wer es nicht weiß, die ganzen Vortrag-Recordings gibt es auf media.ccc.de. Und wenn ihr mehr über unser Technik-Setup wissen wollt, haben wir mittlerweile ein Wiki, wo es eigentlich relativ gut dokumentiert ist. Das findet ihr unter c3voc.de. Wir haben auch ein paar Bugs gehuntet, so strange Samba-Bugs. Die haben wir aber dann irgendwie umgangen. Aber sonst ist bei uns eigentlich auch relativ gut gelaufen dieses Mal. Okay, dann nur zu den Fun Facts. Ich weiß nicht, ob ich zu alle was sagen kann. Sind nicht alle von mir? Rotti, magst du mal raufkommen? Ich bin das nicht gewohnt, auf der Bühne stehen. Und zwar das Erste, was da draufsteht, ist
dieser Grabber, das war das mit den, wir haben leider zu wenig Tickets gehabt, dass alle ein Ticket kriegen können. Und das Ding, die Software ist nicht darauf ausgelegt, dass man mehrere Produkte mit einer Gesamtanzahl versiegt. Das heißt, man muss dann am Schluss nachjustieren, wer, wenn dann Supporter-Tickets mehr verkauft werden und so weiter. Das war ein bisschen unangenehm. Und ja, und nachher hat es dann, da haben wir schon ein paar mehr verkauft gehabt, als wir eigentlich dürfen hätten. Deswegen wollten wir Stornos einziehen. Das war auch nicht vorgesehen. Da haben wir dann gegen die Datenbank einen kleinen Cronjob laufen gehabt. Genau. Was steht jetzt da noch? Genau. T-Shirts. Das hast du mir vorher gerade oben nur erklärt, was das war. Okay, vielleicht stellen wir den Punkt sonst einfach dabei zur Seite und ich erzähle dabei über den Kaffeeautomat-Upgrade. Es hat da schon eine Papierversion gegeben zur Vermehrung des Volumens zum Einfüllen der gesamten Kaffeebohnen. Da hat es dann später auch, herzlichen Dank, einen 3D-gedruckten Aufsatz speziell für die Kaffeemaschine, die wir da gehabt haben, gegeben, um eben die das Volumen von den aufzunehmenden Kaffeebohnen eben so groß wie möglich zu halten. Herzlichen Dank, alle Kaffeetrinker haben das sehr genossen, dass man nicht ständig nachfüllen muss, weil das ist eh immer dasselbe, wenn man gerade dran ist. Okay. Ja, so vielleicht erkläre ich das nochmal schnell. Also die Zeit vor dem Grabber, das habe ich hingeschrieben. Ja. Damit es ja, ich muss das halt lesen. Damit ist gemeint, 350 Tickets sind eingebucht ins System. Wenn jemand storniert, geht es nicht unbedingt zurück. Deswegen sind 3 Tickets dann nochmal rausgegangen, wo ich mir jetzt mal gedacht habe, 349. Oh na, und jetzt wieder, eine Minute später. Deswegen hat der Rotti dann dankenswerterweise genau das eingeführt. Jemand hat uns dann sozial gehackt, nachdem das dann nicht mehr gegangen ist, und hat ein T-Shirt bezahlt, dafür einfach 200 Euro überwiesen und dann eine E-Mail geschrieben, bitte haut's mir mal 2 Tickets her. Genau. Ja, oben hat es eine Winkelkatze gegeben im ersten Stock, also beim Stiegenaufgang zum Eingang Richtung Space. Wie viel hat sie gezählt? Ich war das letzte, was ich gesehen habe, waren ungefähr 2.300, 4.200 mal aktiviert, 4.200 mal winken und LED-Licht wechseln und so weiter. Genau, dann hat es im Hackcenter die Variante der Lichtsteuerung durch Wasserpistolen gegeben, was ich ziemlich cool finde. Ja, da hat es ja anscheinend mal einen Incident gegeben, dass dann die Leute rausgefunden haben, wie man... wir haben, wie wir oben in der Ding gesessen sind, wo die Mischpulte und Lichtpulte sind, rausgefunden, dass auf unserem Lichtpult ein Linux läuft. Und man da vielleicht auch ein Webinterface aktivieren kann. Die AGE hat das nicht gewusst, die waren auch sehr begeistert. ja, wir haben dann einen Raspi dran gehängt und der hat sich auf einen Message Queue gebunden und hat auf gewisse Events gehört. Es gab da mal eine Zeit, da haben farbige Lampen geleuchtet, wenn oben wer an der Katze die Farben gewechselt hat. Irgendjemand ist dann auf die Idee gekommen, ich sage jetzt keine Namen, da ein Webinterface drüber zu bauen, das public available ist und das Ganze auch noch in den Raute IH16 Channel zu posten. Ist ja auch kein Problem. Irgendjemand hat dann alle Licht-IDs einmal so durchgebrute-forced, bis das Steuerboard von der Lichtanlage einfach nur mehr gequeued hat, dann mussten wir es dann abstecken. Das war auch die Zeit, als kurzzeitig alle Lampen im großen Saal mal kurz angegangen sind, Disco-Blitzer und so weiter, ist alles gelaufen. Wir haben das dann gefixt. Ja. Das habe
ich kurz gesehen. Ja, Shitty Robot Battle hat draußen stattgefunden, für die es miterlebt haben. Nur kurz gesehen, war ganz lustig. Die Dinger haben sich teilweise mit einer affenartigen Geschwindigkeit bewegt. Also es war ziemlich gefährlich da draußen. Ja, genau. Ja, genau, das Bananafon, herzlichen Dank nur einmal, es war echt eine nette Idee. War das Telefon, wo der Minion abgehoben hat und reingeschrien hat, Banana, ja, für alle, die das mitgekriegt haben. Also Bananen war ein sehr großes Thema am Easter Hack 2016, würde ich sagen. Wir haben ja immer nur zwei Steigen oben. Also falls wer noch Bananen will, nehmt Bananen mit, ja, zur Jausen, bis der Hamsatz, wird schon weitergehen. Okay. Ja, und den Core-Switch dastehen haben wir ja schon gehabt. Okay. Genau. Ja, wir haben die Klos bespielt. Da gibt es nachher noch ein bisschen detaillierteres Slide. Wir hatten keine Knock-Anrufe, zumindest nicht von denen wir wissen. Es kann aber auch sein, dass das Telefon öfters mal offline war, keine Ahnung. Wir hatten nur eine kleine Knock-Störung, also ein Core-Switch tauschen, ein paar TCP, naja, ist ja auch egal. Gerüchten zufolge gab es einen ZERT-Einsatz. ZERT war nicht erreichbar, deswegen kann man es nicht abklären können, aber wir gehen davon aus, dass das Gerücht stimmt. Sie mussten einen Tisch desinfizieren, deswegen gehen wir davon aus, dass zumindest einer draufgelegen ist. Genau. Außerdem haben 0 Personen im Haus geschlafen, weil es war verboten. Und pro Stunde sind 0,516 Kilo Gurkerl weitergegangen. Also solide, würde ich sagen. Solide. Wir haben die Metro leer gekauft. Möchte nur hinzufügen, es gibt in der Metro, also in dem Großmarkt, keine Limetten mehr, keine Gurkerl mehr. Wir haben alles leer gekauft. Also ihr wart echt super. Also ihr habt echt... Kaufen fahren Stimmt. will. Falls Besteck gibt es erst wieder ab Donnerstag. Also falls jemand nicht braucht. Oder sonst bei uns anfragen, wir haben nur ein bisschen was davon. Wir haben das Monopol. unser geliebtes Projekt, das Potti Boom Boom. 50% Hass, 50% Liebe, das ist so die gefühlte Rückmeldung. Wir haben Annahmen durch Feedback, ungefähr 85% mehr Toilettendurchsatz, also die Leute bleiben nicht so lang sitzen. Ich kann das nicht verstehen. Es gab 11 Stunden Internet-Koryphäen, also wirklich so immer so 1-Stunden-Schnitte von 11 verschiedenen Videos, die halt einfach Bekanntheit haben. Und ein paar kurze Specials, also es gibt auf Twitter, glaube ich, ein paar Leute, die haben ein paar Clips bemerkt. Ich habe irgendwo mal was von Alarm gehört, ich weiß nicht, was da gelaufen ist. Das ganze Projekt ist eigentlich eher pinchig, sind 10 Zeilen Code und ein paar installierte Programme auf dem normalen Raspbian. Aber ich werde eine Doku veröffentlichen, falls irgendwer sowas Ähnliches bauen will. ja, es war meine Idee, ihr dürft mich hassen, aber ja, ist mir egal. Wie schlimm sind die 10 Zeilen Code, dass man sie dokumentieren muss? Ich kann es noch irgendwie so ein bisschen... Ja. Nö, es ist Bash. Es ist einfach nur... Das ist noch schlimm. Okay. Ja, das Orga-Team bedankt sich. Kommt's. Willkommen. Gute Heimreise, alles Gute und wir sehen uns nächstes Jahr. Dazu gibt es, glaube ich, noch eine Ankündigung. Ist vielleicht der Kollege aus Frankfurt da, wo der Easter Hack nächstes Jahr stattfinden wird, der vielleicht ein paar Worte sagen möchte? Und zusätzlich esst mehr Butter. Ja. Ihr kriegt auch einen Strohhalm, falls sie warm wird. Ja, als um das jetzt die Überleitung hinzukriegen, kommt's nach Frankfurt? Welches?
Das eine, also... Wir kennen kein anderes. Wir freuen uns, wir euch begrüßen zu können mit I Gude Wie. Und ja, nächstes Jahr Frankfurt. Wir hoffen, dass wir viel Schönes von hier übernehmen können. Es wird definitiv Gurkel geben. Und ansonsten, ja, schauen wir mal. Grüne Soße und sowas. Mal schauen. Da haben einige altgediente Herren hier schon Wünsche geäußert. Nach grüner Soße. Jo, das machen wir so. Kommt mal alle vorbei. Es gab im letzten, letzten Netz Sondersendungs, Radiosendungsting die Frage nach Junk mit Apfelwein. Wird es das geben? Wir sind für Vorschläge offen. Wenn ja, Venti und Axel werden sich freuen. Aber bitte im Gerippte. Wir haben alles dabei, schätze ich. Okay, dann, Dankeschön.